Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Super Metroid, nachdem wir letztens die Super Metroids bekommen haben, die wir gerade verschossen haben. Verdammte Axt. Ne, wir benutzen keine Rebites. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Wir wissen ja, was hier hinten ist. Nämlich eine Aufladestation für Raketen. Hütte da. Und ich verballer gerade alle meine Super-Missiles. So, füllen die beide auf oder nur die eine? Hm, nur die eine, verdammt. Wo war ich noch mal? Kleiner Augenblick mal. Ist auf jeden Fall nicht alles, was in den Raum zu sein scheint. So für scheint so, okay. Ich dachte, es wäre ein Zeichen dafür, dass da ein Raum Items sind, aber anscheinend nicht für den Raum. Ich wusste gar nicht, dass es Reservetanks gibt. Das ist mal was Neues. Und das ist eine Zeitverschwendung, aber okay. So, wir können diesmal möglichst keine von diesen Lichtspendern. War der Raum nicht irgendwie länger? Okay, wir können glaube ich runter, oder geht das ja auch nicht? Hier geht's auch nicht. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Und zusammen, okay. So, jetzt rennen wir einfach. Wenn ich so denke, für Super mit Twilight Impossible hat sie diese Stelle ewig gebraucht und hier kommt so schnell durch. Okay, das ist ja auch gleich. So, unten gibt's Beams. Da unten gibt's ja irgendwas. Ach stimmt, die Raketen. Und das ist vermutlich oben auch der Speicherpunkt. Das reicht erstmal, weil wir stellen uns gleich mal den ersten Boss, glaube ich. So, okay. Wir füllen uns erst auf und gehen dann dahin. Nur wird der Boss um einiges einfacher als sonst. Ich meine, ich habe super Raketen. Okay. Dann mal so jetzt stehen. 93 ist perfekt. Und das mit diesem Mockball, das habe ich wirklich erst heute erlernt. Sonst wäre ich da vermutlich durch die Tore, wäre ich durch die Tore letztens nicht durchgekommen. Also der letzten Folge, die ihr morgen seht. So. Die Raketen reichen ja. Was braucht es? 7 Treffer. Verdammt.
Das waren sie alle. Und hier oben wartet der nächste Boss auf uns. Also der erste, nee, der zweite Boss rein theoretisch schon. Oh, wie schön, wenn es hier keine Stacheln gibt. Das ist der erste Boss. Klingt komisch, ist aber so. Und der kann nicht viel. Wobei ein Super Metroid Impossible kann der sehr viel. Und ich habe schon lange an ihn gesessen. Wirklich lange. So, jetzt hält er an. Oh, doch noch nicht. Jetzt hält er an. Oh, mit Super Missiles ist der ja so viel einfacher. Oh ja, mit Super Missiles ist der so viel einfacher. Könnt ihr eins aus Super Missiles ausspucken? Also, das Rest ist halber. Oh, wie ich gerade alle Super Missiles vorbeiknalle, ey. Unglaublich. Sollte Zielwasser trinken, aber mal im Ernst. So, und das ist die Phase, wo ich in Super Metroid Impossible immer abgeknippelt bin. Weil er mich da ziemlich oft getroffen hat. Wie viel Schaden macht er eigentlich hier? Wow, das ist ein Segen gegen das, was er in... Das ist ein Segen gegen das, was er in Super Metroid Impossible an Schaden macht. Kommt der nicht so tief? Nö, der kommt hier nicht mal so tief. Nö, ich kann hier unten einfach die ganze Zeit bleiben. Ist ja cool. Das ist ja wirklich ein Segen gegen das, was in Super Metroid Impossible da von einem verlangt wird. Lalalalalala. Ich bleib hier unten. Huch! Na komm, bleib stehen. Wow. Okay, wir sollten aufhören uns absichtlich... Aber ich finde das wirklich lächerlich. Du mir eigentlich was? Und was gibt's in den Raum? Wo? Okay, vermutlich ist das nur die Anzeige, dass hier ein Boss ist. Wow. Das ist ja alles so viel einfacher. Alles so viel einfacher. Und tschüss. Ups. Hier gibt's Super Missiles. Im anderen Teil gibt's da Missiles. Wow, Spitzenzieren man die Super Missiles bekommen. Interessant zu wissen. Wirklich interessant zu wissen. Wieso die Unterschiede sind, ist für die Pumpe. Nett, nett. Okay, hier braucht man eine Super Missile. So, wir gehen jetzt erstmal... Okay, da kommen wir nicht durch. Achso, stimmt, hier kommt man auch nicht durch. Nämlich nur eine Tür, glaube ich, ja. Oder auch nicht. Na, wertet ihr jetzt mal. So, wo bist du denn? Hier ungefähr. Nee, ich glaube, es war doch eher hier. Oh komm, Bombensprung.
Ich weiß, dass ich dich kann, dann mache ich jetzt auch. Ich mach gleich so oben rein. Na gut, das war jetzt... Okay, es ist hier. Ah, verdammt. Ich kann den Bombensprung nicht mehr richtig. Ist auch eigentlich eine Wissenschaft für sich. Ja, da habe ich ihn wieder zu hoch gesetzt. Oder erst zu spät. Weil die Höhe ist nicht das Ausschlaggebende. Du darfst ihn nicht setzen, wenn du hochspringst. Du musst ihn ja voll setzen, bevor die Explosion dich wieder hochsteuert. Ansonsten hast du nämlich verkackt. Jetzt kriegst du hier den Anfang nicht hin. Ich meine, ich könnte es mir auch holen, wenn ich den Kribbel wie ihn habe, aber... Scheiße. Leck. Danke, Freps, gerade wo es so wunderschön funktioniert hat. Ich weiß nicht, in Super Metroid Impossible bekommst du ihn viel besser. Ist hier irgendwas anders? Ey, das gibt's doch nicht. Komm mit zu Samus, reiß dich mal hier zusammen. Das gibt's doch nicht. Ich schaffe nicht mehr. Wieso? Habe ich ihn jetzt so oft benutzt, dass er nicht mehr geht oder was? Ne, ich bekomme nicht mehr hin. Meine Skills sind alle vernichtet. So, ich konzentriere mich jetzt. Ich kann mich nicht... Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich den wirklich nicht gerade mehr hin. Ich habe meine ganzen Skills für einen Bombensprung verballert. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bekomm's wirklich nicht mehr hin. Was zur Hölle ist hier gerade los?
meine, wenn ich... Ich habe das doch im Metroid Impossible auch hinbekommen. Warum bekomme ich es jetzt nicht mehr? Oh, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Ich mach das jetzt noch in der Folge. Und wenn ich dafür 20 Minuten verbrauche. Okay, wir lassen das jetzt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich bekomme es gerade wirklich nicht hin. Mich würde aber eher interessieren, was da oben in der Tür ist. Kurz gucken. Okay, da ist nix. Das heißt, wir machen jetzt einen Trick. Ich bin der totale Noob. Ich bekomme den Bombensprung nicht mehr hin. Kurz was interessieren. Ja, hier komme ich tatsächlich runter. Wieso möchte man mir in Super Metroid Impossible nicht den Charge Beam geben? Okay, super. Hier gehen wir noch in den nächsten Raum. Ich kann euch nämlich mal den Raum zeigen, in dem ich in Super Metroid Impossible verzweifelt bin. Nämlich der hier. Ihr seht, oh, hier sind auch Stacheln, aber da kommt nichts mehr in der Mitte. Das ist schön. Ein Super Metroid Impossible ist da in der Mitte noch was gekommen. Oh, hier geht sogar der ganze Boden weg. Okay.
Das hier ist alles gleich geblieben. Interessant. Energie. Wieso bekomme ich den Bombensprung nicht mehr hin? Oh, wir sind nicht mal Stacheln. Ah ne, es war ja erst der nächste Raum. Aber hier sind trotzdem keine Stacheln. Das war nämlich der Raum hier. Oh, hier ist alles gleich. Oh. So, hier ist dann eins der nächste Abschnitt. Müsste auch irgendwo gleich ein Speicherpunkt kommen. Wir werden natürlich dann nochmal in die Räume davor gehen, um uns da noch ein paar Sachen in Zweifel zu holen. Da hätte man rein theoretisch noch weiter nach rechts gekonnt. Fiel mir gerade mal so auf. So, ich will eigentlich erstmal einen Speicherraum. Ist der hier? Oh. Da kann man rein. Heißt, wir müssen nun hier auch mit Mugball durch. Kann das sein? Werden wir aber auch nächstes Mal machen. Eins will ich jetzt nur schnell zum nächsten Speicherraum. Der hier irgendwo sein müsste. Hier kann man noch nicht rein, dafür brauchen wir einen anderen Suit. Dann brauchen wir einen Powerpumpen. Oh. Ist hier ein Speicherpunkt? Ne, hier ist ein Energietank. Aber nehmen wir nicht gerne mit. Hier muss da einen Speicherpunkt geben. Also. Die High-Shampoos helfen uns gerade aber ehrlich gesagt auch nicht weiter. Weil ich immer noch zum Speicherpunkt fällt. Achso, wir müssen, glaube ich, den einen Gegner besiegen, ne? Ja. Dann komm mal. Bleibst du? Bleibst du hier? Und ich habe hier eine Rakete verballert. Hier muss noch einen Speicherpunkt geben. Doch. Speicherkapsel. Geht doch. Okay Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Super Metroid und schauen, was es uns so alles ausgegangen ist. Bis dahin.